Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar hier bei Gottmold TV. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir wollen uns natürlich wieder dem Markt widmen und heute speziell dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wir sehen hier zunächst die Multi-Time-Frame-Beschau, also hier die verschiedenen Zeitebenen. Einerseits Wochenchart hier rechts oben Tageschart und hier den Stundenchart. US-Dollar gegenüber japanischen Yen. Wir haben hier im Tageschart die interessante Konstellation, dass der Markt sehr, 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 sehr steil gelaufen ist, insbesondere seit dem Ausbruch hier vom Sommer. Das hängt auch damit zusammen, dass hier der US-Dollar eine starke Aufwertungsphase erfuhr. Dies begünstigt gleichzeitig mit der enormen Yen-Schwäche, die sich auch hier wieder dazu gesellte, führte eben hier zu einem sehr, sehr starken Aufwertungsprozess. Und diese breite Konsolidierungsphase seit Anfang 2014, ja, die erlöste sich oder wurde sozusagen durch hier den nächsten Aufwärtsschub abgelöst. Sie sehen hier diese Phase aus dem Jahr 2013 im Sinne des Regierungswechsels in Japan, Shinzo Abe, und eben hier die Politik der sehr, sehr lockeren geldpolitischen Ausrichtung fand Einzug und das wurde hier entsprechend belohnt. Dann fand sich hier im Jahr 2014 eine große Konsolidierungsphase, ähnlich wie dann hier seit Mitte 2013, um sich dann hier letztlich gerade US-Dollar-Yen mit dem Ausbruch hier aus dieser großen Seitwärtsrange nach oben zu erheben. Unlängst hatten wir dann eben hier Höchstpreise zum Dezember. Das waren hier 121,85 roundabout. Da ist eben hier aber scheinbar noch nicht das Ziel erreicht. Wir wollen jetzt sehen, wo die Reise hingehen kann. Grundsätzlich der Tageschart nach diesem starken Aufwärtsschub seit August in einer bullischen Grundstruktur. Die Konsolidierung hier auf hohem Niveau, das spricht dafür, dass die Marktteilnehmer scheinbar noch nicht genug haben von der Aufwertung. Und das ist auch berechtigt, wenn wir uns nämlich jetzt hier diesen Wochenchart anschauen. Da gehen wir mal ein Stück weit raus und schauen uns mal die Situation im Wochenchart eben genauer an. Und da wird deutlich, dass wenn wir hier in den Wochenchart-Intervall bis ins Jahr 2007 zurückgehen, Ausbruch der Finanzmarktkrise lässt dann grüßen im Nachgang. Sie sehen, was hier passiert ist. Da setzte sich die Abwertung, die ohnehin schon seit Anfang des Jahrtausends Einzug hielt, ihre steile Fortsetzung. Aber genau dieses Level hier im Bereich um 123,50 und 123,80 ist eigentlich das Zielniveau, was sich hier technisch ableiten lässt. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, also hier noch gute 300 Pips, 350 Pips nach oben, sofern wir eben jetzt hier wieder nach oben ausbrechen. Die Frage eben, wann passiert das? Aktuell die Konstellation durchaus bullisch zu interpretieren, da die jüngste Schwäche eben sich nicht weiter fortsetzt. Gehen wir dazu nochmal kurz in den Tageschart. Lassen sich im Prinzip zwei markante Zonen definieren, bevor wir dann im Sinne des Multi-Time-Frame-Moduses auch uns in dem Intraday-Bereich begeben. Wir haben hier oben einen Widerstandsbereich vorliegen, natürlich hier bedingt durch die Dezember-Lethargie. Letztlich hier, Sie sehen es am 24., 25.12. so gut wie gar nichts passiert, auch die Volatilität natürlich rückläufig und das natürlich genau die Sache, die sich jetzt hier so etwas relativ darstellt. Nichtsdestotrotz hatte der Markt aber hier eben keine Kraft, über das Niveau von 120,80, 120,70 nachhaltig anzusteigen. Das ist jetzt hier kurzfristig ein mögliches Ziellevel auf der Oberseite, wenn man sich den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen anschaut. Und auf der Südseite haben wir hier einerseits dieses Level, andererseits dieses Level als Unterstützungszonen. Machen wir das Ganze grün. Und zu beobachten gilt eben, was der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier macht. Prallt er im Bereich 120,70 rund ab, dann ist davon auszugehen, dass der Markt durchaus nochmal einen Rücklauf starten kann, um hier dann nochmal Kraft zu schöpfen, letztlich nach oben dann den Impuls zu starten. Andererseits, und das wäre unter technischen Gesichtspunkten sicherlich die interessantere Variante, wenn wir dann hier nochmal einen stärkeren Rücksetzer vollziehen, um Luft zu holen, um letztlich dann ja, vom tieferen Niveau ausgehend den dynamischen Drive nach oben zu vollziehen. Man hätte auch dann hier natürlich bessere Chance-Risiko-Verhältnisse, denn man sollte sich natürlich auch absichern für den Fall, dass der Markt hier oben unter Umständen toppt. Alles ist möglich, gar keine Frage, aber tendenziell
scheint es so, dass wir hier kurzfristig den Widerstandsbereich anlaufen dürften. Da ein Abprall nicht unwahrscheinlich. Und dann gilt es eben abzuwägen, wo man den Markt hier nochmal einfangen kann. Geht es allerdings hier signifikant über 121 raus, ja, dann dürfte man das Ziel ableitend aus dem Wochenstart-Bereich unter 23,85 durchaus in Erwägung ziehen. Dann wären hier diese Niveaus nahe der Marke von 124 sicherlich der nächste Step. Das mal hier zur Eingrenzung des US-Dollar gegenüber dem japanischen Yens, und schauen wir uns jetzt noch mal kurz die Intraday-Geschehnisse an. Dazu gehen wir mal kurz direkt in den MetaTrader und schauen uns hier mal kurzerhand die Beschau der Top 15 Pairs an. Hier im 5-Minuten-Chart-Intervall sehen wir nach dem Rainbow-Setup eine sehr, sehr positive Struktur. Wir werden das aber etwas updaten, das Ganze, um uns hier noch ein paar neuere Impulse zu holen. Sie sehen, wir haben hier ein kleines Template vorbereitet, was uns jetzt hier noch ein paar mehr Inputs liefert, neben dem, dass der Rainbow natürlich gleichbleibend positiv separierend ist. Wir haben hier diese Asia-Range, die heute 74 Pips umfasst. Das ist relativ umfassend, denn Sie sehen, das Paar bewegt sich im Schnitt, im großen durchschnittlichen Schnitt 95 Pips. Und hier im Hinblick der letzten Tage darf man hier kaum was über 100 Pips erwarten. Wir sind eben aktuell aber schon 81 Pips gelaufen. Die Asia Range konnte hier nicht nachhaltig nach oben aufgebrochen werden. Und jetzt ist eben die Frage, was gibt es denn heute da noch für Impulse? Das bleibt mal abzuwarten. Rein trading-technisch ist das Paar schon gelaufen. Also man muss natürlich hier immer die Relation betrachten, was ist denn technisch noch möglich an Potenzial. Und wenn das Währungspaar sich im Schnitt rund 100 Pips bewegt und wir schon 81 gelaufen sind, nun, dann haben wir maximal rein statistisch gesehen 19 Pips noch Potenzial. Jetzt hier aus dem 5-Minuten-Chart heraus betrachtet, besteht natürlich die Möglichkeit, hier eine wieder bullische Aufnahme der Tendenz nach oben hin zu covern, allerdings wirklich dann auch nur im kurzfristigen Segment, um dann hier, ja, bis zum Niveau, wenn wir hier vom heutigen Tageshoch mal 20 Pips drauflegen oder 19 Pips vielmehr, dann haben wir hier Potenzial bis in den Bereich von 120, 15, 120, 20. Dann wäre die Luft im Prinzip raus. Es sei denn, wir haben es mit dem Daily Overrange Day zu tun, dann heißt es das natürlich, dass wir dann auch deutlich nach oben ausbrechen können. Rechne ich aber, um ehrlich zu sein, heute nicht damit. Wir haben jetzt hier aus den USA heute Nachmittag noch einige Daten, insbesondere wie immer donnerstags die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Das kann den US-Dollar pushen, keine Frage. Achten Sie mal drauf, was passiert, wenn wir hier ein neues Tageshoch machen, was dann hier speziell bei Preisen über 119,97 der Fall wäre. Also wenn wir da in Richtung 120 plus gehen, da können sich durchaus Dynamik entfalten, aber rein statistisch scheint mir das Paar dahingehend etwas ausgereizt. Und somit schauen wir nochmal hier auf den Tageschart, also wenn es denn nicht heute zu einer weiteren Aufwärtsbewegung reicht, dann könnte es morgen dazu kommen. Und dann scheint mir aber hier die Luft doch etwas dünn, infolgedessen, dass man hier eher auf Rücksetzer warten sollte mit Blick auf den Tageschart. Warten wir mal ab, wie sich der weitere Handelsverlauf entscheidet. Wir werden das hier weiter beobachten. Ich danke Ihnen erstmal an dieser Stelle fürs Einschalten, würde mich heute schon wieder verabschieden und freue mich, wenn Sie morgen 9:30 Uhr wieder dabei sind. In diesem Zusammenhang einen erfolgreichen Handelstag an Sie und beste Grüße, Christian Kämmerer.